Hallo. Ich bin glücklich angekommen. Erstmal herzlich. Mir ist eben gerade eingefallen, dass wir zwar alle Zeichnungen jetzt einfotografiert haben, allerdings eins nicht, und zwar den Hauptgewinner. Und der Hauptgewinner, wie ihr gerade wisst, ist ja auf den Flyer gedruckt worden. Der Manga-Zeichenwettbewerb, der ja auch heute hier noch weiterlief, man konnte online sozusagen Bilder bei Manga Hamburg hochladen. Und da wurde dann das Gewinnerbild vom Völkerkundemuseum gekürt für den Flyer des Jahres, für die Hintermannsmusik 2015. Erstmal willkommen, schön, dass ihr alle noch da seid. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute. Für mich alles gut. Das ist was da. So, wir zeigen hier, glaube ich, gerade den Namen, aber im Hintergrund auch an einem viel besseren Beamer als letztes Jahr. Hier kann man jetzt richtig was erkennen. Ich finde das großartig. Die Bilder, wir haben das eingeteilt, wir haben das so in drei Gruppen genommen, eingeteilt. Die Bilder, die erstmal sind unglaublich viele ganz tolle Bilder dabei. Vielen Dank, dass ihr mitgebracht habt. Ja, da habe ich auch erkannt, die in meinem Kurs waren. Guck mal. Meine Schilder. Ja, das ist jetzt eine bunte Auswahl von Bildern. Jedes Bild, was bei uns abgegeben worden ist, wird hier uns gezeigt. Und wir kommen dann irgendwann an einen Punkt, wir haben es irgendwie Special Interest Bilder genannt, also muss auf jeden Fall noch was zu sagen geben. Und dann kommen wir zu den eigentlichen Gewinnern. Wie gesagt, Platz 1. Ist online schon vergeben. Es geht also hier jetzt um den Platz 2, Platz 3, Platz 4 und Platz 5. Bitte? Ich kann nur erzählen, also haben wir 6. Und eigentlich, wir würden auch gerne zu jedem Bild was dazu erzählen, aber das haben wir letztes Jahr versucht und das hat einfach Stunden gedauert. Und ich glaube, irgendwann wollte sicherlich auch raus und vielleicht sogar noch heute. Deswegen müssen wir so ein bisschen schneller vorspulen, aber wir finden wirklich alle Bilder cool und wir würden auch für jeden gerne was sagen, aber es ist einfach zu viel. So, und hier fangen wir jetzt an bei dem Bild Special Interest meiner Meinung. Ich habe so einen Vorsprung. Ja, genau. Einmal noch zurück, wenn es möglich ist. Ah, fantastisch. So, zu diesem Bild haben wir uns gedacht, das ist extrem farbenfroh und sehr lebendig. Ich finde, ich stehe wirklich hier, ich muss mal kurz zurückgehen, damit man ein bisschen mehr sehen kann. Aber fantastisch. Da wollen wir einfach noch das ein bisschen hervorheben. Also, was hast du dazu zu sagen? Ich mochte einfach sehr gerne, wie der Hakenhals gemacht wurde. Also, gerade wenn man sich das Bild in der Natur anguckt, sieht man, dass ein sehr hübscher Farbverlauf ist. Also, man merkt, dass die Person sich schon ein bisschen mehr mit Farben auseinandergesetzt hat. Und natürlich gibt es da noch Sachen, die man verbessern kann, aber ich mochte schon sehr den weichen Verlauf, den alle in den Haaren haben. Und da will ich einfach sagen, versuchen das so zu zeichnen, dass auch der Rest genauso weich und fließend aussieht wie der Haarkranz, den er sehen kann. Okay, als nächstes Bild. Dunkelheit. Das ist auch ein krasses Bild. Also, ja. Das hat der Kollege Bengt gezeigt. Okay. Moment, da, genau, da waren wir. Dieses Bild hat uns auch sehr gefallen, weil hier jemand versucht hat, Perspektive im Hintergrund reinzuzeichnen. Es ist immer wieder ein Thema bei uns an der Schule bei Manga Hamburg, dass die Leute unglaublich toll Figuren zeichnen können, aber irgendwie beim Hintergrund scheitert es dann irgendwie, weil es ist halt immer kompliziert, von Perspektive richtig anzuwenden. Hier ist es ein guter Versuch. Ich finde auch diese ganzen alten Fenster im Hintergrund mit den Schutzelementen nett. Man hätte noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um es auszuarbeiten, aber man sieht, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, ich finde an sich, es ist immer so, bei allen Bildern, die ihr vorher gesehen habt, merkt ja, meistens reicht halt ja auch nicht die Zeit, deswegen haben wir meistens solche Porträts und so ein bisschen vielleicht Schultern und so, und deswegen haben wir uns immer gefreut, wenn jemand sich auch wirklich Mühe gegeben hat, eine ganze Figur zu zeichnen. Das ist ja immer etwas anstrengender, je mehr man von Menschen zeichnet, desto mehr wird man mit der Anatomie konfrontiert. Das
deswegen finde ich es auf jeden Fall gut, dass man hier wirklich auch die ganze Figur gezeichnet hat. Und ich würde halt als nächstes wirklich schauen, dass man vielleicht neben der Perspektive, die du erwähnt hast, sich vielleicht auch ein bisschen einfach mit Stofffalten beschäftigt. Also gerade beim Young Rock und könnte man ein paar schöne Falten hinzeichnen und damit das dann noch mehr verbessern. Also ist das voll auf ein paar nützliche Tipps mitzugeben. Dann wir mal ja, Marvin von Human Comics, der leider jetzt eben gerade los musste, der hat darauf geguckt, musste einfach nur lachen und meinte, wie cool ist die Idee dahinter. Ja? Ich finde sie auch witzig. Ja, im ersten Moment dachte ich, Moment, warum ist das Bild denn nicht fertig gezeichnet? Da fehlt doch was. Ne? Irgendwie die Augen sind nicht zu, aber die Augen sind komplett weg. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das ganz absichtlich weggelassen worden ist. Was denkst du? Ich habe mal einen Jungen auf einem Konzert gesehen, den genau sowieso hatte. Also ich kenne ja die Vision, wo man nur ein Auge verdeckt hat von vielen Menschen, das sieht man echt auch, aber ich habe tatsächlich einen Typen auf einem Konzert gesehen, der beide Augen zu hatte. Ich weiß nicht, wie er was gesehen hat, aber tatsächlich soll es gehen. Aber ja, ich finde auch der Farbverlauf war schon. Eben kam das nächste Bild für den Kunde, genau. Der Herr, der das Bild abgegeben hat, hat gefragt, darf ich das denn hier überhaupt abgeben? Wieso? Wieso sollten Sie das nicht dürfen? Er ist schon ein bisschen älter. Hat er auch daneben geschrieben, 44. Das ist kein Grund, kein Bild abgeben zu dürfen bei uns. Also man kann auch mit 88 sein Bild abgeben. Gar kein Thema. Es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Harry Potter. Was sagst du? Ich glaube, ich kann mich nicht genug mit Harry Potter aus. Ich habe die Filme von auch nicht alle gesehen. Ich finde auf jeden Fall cool, dass es sehr dynamisch ist. Und der Kobold vermutlich, der da von der Seite reinguckt, der hat auf jeden Fall einen sehr coolen Gesichtsausdruck. Man merkt auf jeden Fall, dass noch so ein bisschen Anatomie-Schwäche da sind. Aber ich finde es schon mal cool, dass er da sehr viel Großes auch gewinnt und es nicht ganz steif ist, sondern recht dynamisch. Wenn du jetzt Anatomie ansprichst, Hände. Ja, also die kann man so nach vorne, wenn der Ball geht, da bringe jetzt meine Empfehlung an alle, wenn es mit der Handpose nicht klappt, Handyfoto von der eigenen Hand machen und dann hat man eine Orientierung. Das mache ich gerne. Ja, ich gebe das auch immer wieder an unseren Zeichnern mit auf den Weg, dass ich sage, so, hey, ihr müsst gar nicht die ganze Figur zeichnen, ihr könnt auch einfach mal ein Blatt Papier nehmen und da 20 Hände drauf zeichnen, nur Hände zeichnen. Die meisten werden es hassen, weil Hände zu zeichnen ist sehr schwer. Ich mache das auch. Aber es ist geübt. Und wenn man dann 20 Hände gezeichnet hat, man kann ja immer die eine Hand angucken, mit der man halt gerade nicht zeichnet, eine Hand, die offen ist, eine Hand, die irgendwo hin zeigt, eine Hand, die irgendwas greift, dann werdet ihr feststellen, nach diesen 20 Händen läuft es dann schon einiges besser. Zu dem Bild gibt es noch einen Punkt zu sagen, bei der vorderen Hand, das du eben gerade erwähnt, mit dem einen Finger, das müsste der, wenn ich es richtig sehe, der momentan was ich selber gucken, das wäre der Ringfinger, der in den Mittelfinger so ein bisschen merkwürdig reinläuft. Aber bei der Hand hinten, wo der Feuerblitz herauskommt, da gibt es zum Beispiel eine ganz klassische Regel, da muss ich jetzt mal in den Mittelfinger gehen. Was meine ich wieder? Zauberst du jetzt? Ja, ich zauber. Wir sind da drin. Meine Hand, so groß. Mein Gesicht. So groß. Wenn ich die Hand hier so in mein Gesicht lege, dann ist der letzte Finger da, wo mein Haaransatz ist. Das heißt, eine ausgestreckte Hand ist so groß wie ein Gesichtsfeld, nicht so groß wie der Kopf. Die Hand ist, jetzt seht ihr, ich sehe nichts mehr. Ja, so. Ihr seht, die Hand ist ein bisschen groß. Ne? Wenn er die Finger aufmachen würde, ja, dann wäre sie ja noch größer. Sie ist genau auf der Höhe von seinem Kopf gezeichnet. Ein kleines bisschen kleiner, ja, irgendwo noch dann das Top. Aber es gibt auch das Yaoi-Handsyndrom, aber ich werde dazu jetzt nicht mehr erzählen. Ein was? Yaoi-Handsyndrom. Okay. So, hier gibt es zu diesem Bild Folgendes zu sagen. Und zwar ist das jetzt nämlich auch schon einer der Preise, die wir vergeben. Oder es ist ein Gewinnerbild. Die Zeichnerin ist gerade 9 geworden, wenn ich es richtig verstanden habe. Und mit 9 Jahren schon solche Zöpfe zeichnen zu können, finde ich fantastisch. Es ist übergemalt, ist ziemlich cool und das müssen wir fördern, haben wir gesagt.
Mein einziger Kritikpunkt, den ich hier habe, bitte nicht das Papier nicht so knicken. Das hat ja nichts getan. Und zeichne nicht auf verlegten Papier oder linierten Papier. Nehmt weißes Papier. Sieht besser aus. Und das ist, also die Zeichnung dieses Bildes hat einen Manga-Zeichen-Workshop bei Manga Hamburg gewonnen. Für einen Monat for free. Und möge sich auch bitte nach unserer Präsentation hier bei uns melden. Wenn sie dann noch ist sie denn überhaupt da? Ja. Wunderbar. Es ist immer gut, wenn sie was gewonnen haben. Achso, jeder bekommt kann sein Bild natürlich hier bei uns gleich abholen. Ne? Also die behalten wir nicht. Das sind eure Bilder, die dürft ihr auch mit nach Hause nehmen. Falls jemand nicht mehr da sein sollte, wir haben allerdings die Kontaktdaten hinten eigentlich auch auf jedem Bild, dass wir euch dann zuschicken können. Also, hast du noch was zu sagen zu dem Bild? Ich finde vor allem schon, dass ihr das Mädchen auch Details geachtet hat und sich wirklich Gedanken gemacht hat, was die Frau trägt und dass sie Ohrringe hat und dass sie noch eine Blume in den Haaren hat. Also man merkt, dass sie sich wirklich irgendwie überlegt hat, oh, was könnte so eine hübsche Frau tragen. Also ich finde es super. Vor allem, weil sie Sachen zusammenpassen. Also da ist auch ein gewisses Modeverständnis da. Vor allem ich jetzt arbeiten würde, wenn man wirklich will, dass es eine Manga-Figur ist, dass man wirklich versucht, dass die Gesichtsform und die Nase und die Lippen vielleicht ein bisschen mehr in Manga-Stil anzunähern. Aber das wird sie sicherlich auch bei dir im Kurs lernen dann bei euch. Also da ist auf jeden Fall schon mal für 9 Jahre großartig. Also wird cool. Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Ein kleiner Applaus. So, vielen Dank. Da kommt jetzt.